Und Johannes Frenzel, also, da haben wir ihn im Bild. Er geht jetzt auf die letzte Runde. Wird der neue deutsche Jugendhallenmeister, der Athlet vom SC Potsdam. Ist hier mit der schnellsten Zeit angetreten und bestätigt das auch. Der Vorjahresdritte, da ist er 22,54,78 gelaufen. Das würde heute mutmaßlich toppen können. Wir sind bei 22,10 jetzt gerade. Also schneller als in Sindelfingen ist er hier auf jeden Fall unterwegs. Der deutsche Meister über 5000 Meter auch im letzten Jahr. Jetzt gibt es hier den verdienten Applaus für Johannes Frenzel auch von der Tribüne hier in Halle. Das sind die letzten Meter für den neuen deutschen Jugendhallenmeister Johannes Frenzel vom SC Potsdam. Jetzt ist er im Ziel. 22,32,22. Seine Siegerzeit.